rein. Wir haben einen Code. Ah! Ah, Scheiße. Wir werden jeden von euch Bastarden finden und erledigen. Amerika wird euch holen. Unnötig, General. Wir kommen freiwillig. Laut Auftrag keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwei ein Problem. Steck ein. Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry. Ich habe das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Sam. Abrücken. Upload. Sind drin. Männer, ihr König. Es geht los. Bauer bereit. Läufer bereit. Springer bereit. Turm bereit. Königin bereit. Ist noch was? Sag Sarah, dass ich für ein paar Tage offline bin. Sarah, die ist noch Single, oder? Nein, das heißt sicher nein. Hör auf, die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen es mir so leicht. Video übertragen. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Schrott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauber Landeplatz Alpha 9. Ach, egal, wir hängen. Scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll dringend zu McGowans Pokerpartie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle? Lass ihn. Team Bravo, melden. Bravo, bereit. Los. Ach du Scheiße! Mayday, Mayday, Paladin Zero Two, wir schmieren ab! Festhalten! Ja, sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Schwing den Hintern. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Ja. Hilf mir, ich sitz fest. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich versteck mich mit meinem Laptop unter einem LKW. Alle Funkfrequenzen sind ausgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib, wo du bist. Wir finden den Sender.
Komm schon! Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Wie kommst du darauf? Wird's genauso machen. Ja. Sei wachsam, Sam. So, und nach 6 Minuten Intro ungefähr. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Splinter Cell Blacklist. Torkel, Torkel. Lauf mal ein bisschen schneller. Wäre cool. Natürlich haben wir auch nichts einstecken. Kein tödlicher Nahkampf. Wow. Splinter Cell, sowas ähnliches wie Metal Gear Solid, nur besser. Meiner Ansicht nach. Zumindest was die alten Spiele betrifft. Ja. Bin dran. Wir ducken uns erstmal und laufen hier durch den Kanal. Ich würde das ja gerne überspringen, aber der Vollständigkeit halber spielen wir noch die Einweisung. Rat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 . Called it. Und vor allen Dingen dieses scheiß Speichersymbol, das ganze Intro über. Ja. Space, Räuberleiter und hoch da mit dir. Ja. Wir wollen einmal hier hoch. Bravo-Kompanie hat ein... Sie bringen ihn her. Gut. Hey. Und tschüss. Und tschüss. Er verblutet. Solange der Funk gestört wird, können wir keine Hilfe anfordern. Ich stabilisiere. Du schaltest den Störsender aus. In Ordnung. Viel besser. Ich habe keine Waffe. Oh Gott, ich mag diese Waffe nicht. Ich mag diese Waffe echt nicht. Okay, fuck this. Versuchen wir das nochmal. Darüber. Darüber. So hat man mir das in die Radar beigetan. Ein Ausbilder ist der erschossene Geist. Hier rüber. Hier durch. Ja, die beide kommen zu mir. Ja. Verschwinden wir mal schnell hier rüber und tada, los geht's. Hilfe. Scheiße. Okay, halt euch, Kleiner, wir holen jetzt Hilfe. Nicht. Weißt du, wie man das Ding abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's ihm? Frag nicht. Charlie, wir sind da. Okay, okay. Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und so das Störsignal unterbrechen. Stillhalten, ja? Ja, blöcklichst. Nicht reden, okay? Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Ist da ein blauer Knopf? Ja. Drück ihn. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Blacklist, nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Granate! Nein, weg! Die
Angriff auf eine US-Basis seit Pearl Harbor. Eine Gruppe namens Engineers übernahm die Verantwortung. Hat ein Internetvideo mit abschreckenden Aufnahmen des Angriffs veröffentlicht, um ihre Forderungen zu stellen. Sie nennen diese Attacken Blacklist. Die Blacklist. Die Blacklist. Paladin One und das Fourth Echelon-Team wurden aktiviert. Aber wir finden Mr. Fisher nicht. Sein Freund stirbt vielleicht. Finden Sie Victor Kost, dann finden Sie Sam. Hunderte von Toten in Guam, ein Countdown für weitere Angriffe auf Amerika. Die ganze Welt verlangt nach Antworten, Mr. Fisher, und ich habe keine. Das Fourth Echelon wird Sie finden müssen, doch das geht nur mit einem Anführer. Halt durch, Vic. Einer von Vics Männern ist dabei und keine Fragen. Sie kriegen Charlie Cole. Und Graham Stottier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert. Isaac Briggs. Und Graham ist raus. Sie wollte auch nicht, dass Sie an der Mission teilnehmen. Tut mir leid, Sam, daraus wird nichts. Niemand arbeitet besser mit Ihnen, als Sie es tut. Willkommen im Fourth Echelon, Mr. Fisher. Roll Credits. So. Können wir dann anfangen? Nein, mehr Cutscenes. Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Nein. Irgendwas Neues zur Struktur der Engineers? Noch nicht. Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit den Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Wir haben 5 Tage bis Amerikas Konsum. Und die Zeit läuft. Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits. Ich erkläre dir den Flugzeugaufbau. Prototyp, Militärtransporter. Und zwar voller Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle. Es bietet alles, was du auch am Boden hast. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Probleme, Briggs? Mein subdermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein, erklär erstmal alles. Nachrichten- und Internetdatengewinnung, Prognosesoftware, Foto- und Videoforensik. Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Ist es das, mit dem du so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist, du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Opset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um meine Bude kümmern. Danke, Charlie. Finally! Hey, hätte ich fast vergessen. Dein Opset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI-Light, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz ans SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann's losgehen. Danke, Charlie. Finally. Da. Ja, wissen wir. Briefing starten. Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Coben. Sagt euch das was? Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage.
Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Briggs. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andrew Corbin? Andrew Corbin. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Anfangen, würde ich sagen. Yes. Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Corbin. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grim. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend. Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Okay. Grim sagt, dass Corbin am Leben bleibt. Ausrüstung, halt. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Braucht man nicht. Können wir nehmen. Haftkamera. Wie viel Cash habe ich? 70.000. Gut, dann passen wir mal schnell die hier an. Ne, den kann man abnehmen. Cool. The more you know. Gut, dann wollen wir hiermit ausrüsten. Und hiermit ausrüsten. Oh, wir können nur eins ausrüsten. God fucking damn you. Okay, das... die Präzisionsmunition. Laservisier. Und Leuchtpunktvisier. Oh. Sekundärwaffe. Wie viel Cash haben wir? Nicht genug, leider. Gut, dann passen wir die hier an. Schnappen wir uns ein größeres Magazin. Hauen das rein. Das ACOG-Visier. So, haben wir noch irgendwo Platz? Ja, Munition. Cool. Und unsere Spezialwaffe ist dieses Ding. Hm. Ja, dann können wir theoretisch noch schnell bei der Haftkamera. Ups. Na, ich will das kaufen. Und dann das kaufen. Brauchen wir nicht. Und können anfangen. Entschuldigt. So, erste Mission Hype. Juppdidu, und das nach 19 Minuten. Ah, manche Spiele, ganz ehrlich. Ja. Überspringen wir erstmal die Intro-Sequenz. Wir haben ein Problem. Ich versuche, seit du dort bist, meinen Kontakt anzupingen. Keine Reaktion. No. Briggs, hast du Sichtkontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Ich betrete den Platz. Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Witzigerweise weiß ich schon, wo ich hin muss, weil ich vor ein paar Tagen erst neu angefangen hatte. Okay. Kann ich helfen? Toilette, haben Sie eine? In der Gasse. Shukran. Shukran. So. Briggs, Status.
Bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seiteneingang. Die von der CIA fressen und Cheeseburger und sind tonnenschwer. Hoffentlich hat ihm der Letzte geschmeckt. Wenn er zu Hause geblieben wäre, hätte er noch nicht. Ja, ja. Wir sind auf nicht tödlich, dann können wir jetzt. Plupp. Ihn töten. Und in der Theorie könnten wir jetzt auch schon. Wie lange müssen wir draußen warten? So lange wie es sein muss. Das und das. Darüber. Und das tun. Negativ. Bin noch in Bewegung. Willst du das sehen? Ich gehe jetzt rein. Ich sehe ihn. Shit. zu langsam. Ich mache immer den Fehler. Ich spiele jetzt auf einer anderen Schwierigkeitsstufe. War die Tür vorhin schon auf? Gott, die Waffen sind ja grausam schlecht. Naja. Gott, die Steuerung ist so anders als wie das, was ich vorher gemacht habe. Ja, USB-Stick, Datenpaket Hype. Cool, ich suche darauf nach Infos über die Engineers und gebe dir Bescheid. Du hast mehrere Ziele vor dir. Eins auf dem Balkon. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir, dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang. Gute Arbeit. Ja. Läuft noch nicht ganz so glatt, wie es eigentlich sollte, aber es ist ein Anfang. Oh, hier ging's. Alter! Diese automatische Steuerung manchmal eher ganz ehrlich. Ich sehe ihn da drüben. Oh. Hier muss ich mir noch nicht allzu viele Gedanken machen. Cool. Von der Kontaktperson? Nicht zu sehen. Verstanden. Hast du was aus dem Gefangenen rausbekommen? Ja. Ja. Nein, ist noch keiner gekommen. Hey, warte einen Moment. Ich hab's nur mit Idioten zu tun. Nein. Perfektes Timing. Gute Arbeit, Paket gesichert. Verstanden. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass Corbin hier ist, Brax. Körperbau, Position. Ich hatte vermutet. Du hast nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Sam, was ist los?
Deine Kontaktperson hat's erwischt. Weitere Milizen nähern sich. Du musst sofort verschwinden. Okay, alle Optionen, und zwar vorgestern. Sekunde. Oh ja, das ist was für mich. Verbind das Telefon mit dem Offset. Ich hack das Billigteil in 0, nichts. Okay, Charlie, ist verbunden. Okay, ja, ja. Na komm schon, Charlie. Erledigt. Wow, da sind vielleicht abgefahrene Pornos drauf. Wir suchen nach einem Ort. Richtig. Verfolge Anruf. Übertrage Ursprungsort aufs Offset. Wow, gar nicht gut. Ist eine Polizeistation. Briggs, klar machen für Evakuierung. Ja, verstanden. Transporter setzt Truppen ab. Es sind etwa ein Dutzend. Rücke vor. Kriegst Feuerschutz. So. Oh. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich stelle es auf Anfänger. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich so viel mehr Munition für meine Pistole habe. Corbin ist unsere Spur zu den Hintermännern von Blacklist. Wir gehen nicht ohne ihn. Brief weiter, ich lenke ihr Feuer auf mich. Ja. Briggs, du kannst dich gerade stoppen. Positionswechsel. Bestätigt. Ich rücke ab. So langsam wird das doch. Okay, einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Hoch. Verstanden. Ja, einmal hier drauf springen. Tschüss, du Wurst. Oh. Ich glaube, sowas tut weh. Hm? Ah, da drüben muss ich hin. Das war einer. Gott, ganz ehrlich, diese Waffen. Schlimm. Egal. Dann gehen wir jetzt hier hin. Bitch, please. Bisschen die falsche Seite der Deckung. Ja, kurz warten. Ja, ihn ausgeschaltet. Dann lösen wir einmal hier hoch. Schmiegen einmal hier durch, hier rüber und hier rauf. An den Balkons hier entlang. Ein Stück nach oben. Sam, da ist jemand, der ganz oben auf Langleys Fahndungsliste steht. Wenn du ihn festsetzt, lass ich ihn abholen. Punk. Was würdest du mir für Corbin geben? So. Person gesichert. Behörden wurden informiert. Cool. Rim, wie komme ich am besten zur Kurve? Nächster Schritt, Waffe nachladen. Okay. Ah. Haben wir ihn hier. Leider weiterhin nur unsere Haftkameras. Waren das alle?
Ja, einmal hier rüber. Einmal ihn. Das sind die zwei. Das dürften alle gewesen sein. So. Okay. Dann machen wir es uns ganz einfach. Kriechen einmal hier rum. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Hunde sind furchtbar. Für die Route gibt es extra Punkte. Oh, Pistole nachladen, hier rüber. Vorsicht, Sam, die Polizeistation ist gleich um die Ecke. Hier hoch. Briggs, Statusbericht. Bin fast da. Habe ein Dach 200 Meter südlich der Polizeistation Ausrüstung. Aufgemacht. Mit Blick auf das Gelände. Vollbasteln. Aus Spaß an der Freude. Okay. Okay. Klappt leider alles nicht ganz so gut, wie ich es gerne hätte. Machen wir es uns ganz easy. Machen wir es nochmal sauber. Weniger Bullshit treiben sollte helfen. Nope. Shit. Nein, ich wollte da gar nicht drüber klettern. Furchtbar. Versuchen wir das nochmal. Ich freue mich schon, wenn wir gleich 4 E-Missionen freigeschaltet haben. Ja. Größte Bedrohung ausgeschaltet. Ups. Okay, besser. Oh, sprinten wir einmal hier durch. Hier lang. Hier hoch. Hier rüber und hier runter. Von hier aus kommen wir nämlich hier rein. Da können wir die Tür öffnen. Ich bin drin und überprüfe, ob ich verfolgt wurde. Eine Ahnung, wo Cobain sein könnte? Vermutlich im Gesamtraum. Oberste Etage, Südseite. Briggs, abrücken. Hol den Transporter und komm zur Abholzone. Verstanden. Ich gehe rein. Cool, das waren hier alle. Wenn Sie sich in der Polizeistation eingerichtet haben, ja, haben Sie auch Computer. Wenn du einen findest, schließ dein Offset an und verlag uns Daten. Ich habe Cobain gefunden. Lebt er noch? Ja, noch. Oh. Ups.
Meh. Machen wir das nochmal schnell. Ich habe vergessen, den Laptop zu hacken. Weil wir leider jedes Geld brauchen, das wir kriegen können. Der müsste hier hinten irgendwo in der Ecke sein, glaube ich. Ja, da ist er. Ach ja, halten. Ups. Schubidubidub. Ich habe einen Laptop gefunden. Ich verbinde ihn mit meinem Opset. Hier lang. Hier lang. Einmal überspringen, bitte. Ich habe Kobin gefunden. Den, den. Ja, noch. Und den. Einmal Steuerung drücken. Ja. Danke. Danke. Wer schickt dich? Die CIA? Nee. Das soll wohl verschissener Witz sein. Wenn du wegen der Sache in DC hier bist. Halt's Maul. Sam, nein, 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 nicht! Willst du mich retten? Ich will nur dein Wissen retten. Sitz. Sam, es gibt Ärger. Dein örtlicher Fanclub bewegt sich auf dich zu. Paket gesichert. Briggs, wie sieht's bei dir aus? Nähere mich mit dem Van. Der ist echt hier, um mich zu retten. Bewegung. Na los. Au! Vorwärts. Dead Frame Rate. Pass auf mich auf, Mann. Ich glaub das nicht. Mist. Machen wir das nochmal schnell. No. Vorwärts. Ja. Pass auf mich auf, Mann. Okay. Schnell das Licht hier ausschalten. Ihn ausgeschaltet. Viel dürfte jetzt eigentlich nicht mehr sein. Wenn es das nicht sogar schon war. Was ich mir auch gut vorstellen kann. Ja. Und Cutscene Time. Ich hab nicht mal Schuhe an. Bewegung. Was zum Henker? Bück dich. Beiß ins Kissen, ich geh trocken rein. So. Dann rutsch doch mal ab, Digga. Heilige Scheiße! Briggs, wir kommen jetzt zu dir. Yay! Flup. Sehr schön. Finally! Das gibt jetzt zwar eine beschissene Punktebewertung, aber hey. Springen wir das mal. 106.000. Ne, 263.000 haben wir inzwischen. Sehr schön. Kommt nochmal Story? Natürlich kommt nochmal Story. Ist das wirklich nötig? Rede. Okay. Vor etwa 6 Wochen hat sich ein Kunde gemeldet. Er wollte Handfeuerwaffen, Katyushas, verdammte Raketenwerfer, alles halt. Er war bereit, eine Menge zu zahlen. Ordentlich. Es war ein gutes Geschäft. Zu gut. Du warst der Waffenlieferant für Blacklist Zero? Ich beliefere eine ganze Menge Leute, okay? Und für gewöhnlich sprengen die auch keine US-Basen. Wer war's? Alles, was ich weiß, ist, dass sie über den Angriff auf die Wiener Botschaft gesprochen haben. Als wären sie stolz drauf. Hunderte Unschuldige starben bei dieser Attacke. Scheiße, genau das meine ich ja. Dieser Kerl ist ein Monster, ein verkackter Irrer, okay? Und dem ist alles scheißegal. Autsch. Stressige Woche. Habe ich recht? Der Alte hier. Au. Was? Verdammt, wer ist der Clown? Du hast dich gestellt, um dich zu schützen. Damit ihr Idioten mich nicht wegen Guam umlegt. Briggs, sei so nett und verstau unsere neue Ladung. Mit Vergnügen. Was meinst du damit? Brim. Versuch mit Charlie so viel wie möglich über Cobins geheimnisvollen Kunden rauszubekommen. Wir werden auf die Jagd gehen.
Aber gut, dann hoffe ich, auch wenn das jetzt eine sehr lange Episode ist, dass sie euch gefallen hat und ihr Spaß hattet. Wenn ihr denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade, bye Leute.